Deepfake, das Verbrechen eines Schreibtischtäters. In Viborg wird seit diesem Donnerstag einem Dänen der Prozess gemacht, der Bilder von Frauen auf die Körper von Pornodarstellerinnen kopiert hat. Die Videos wirken täuschend echt. Die Tat ist kein Einzelfall. Mehr und mehr Frauen sind betroffen. Ihnen hilft der dänische Verein Stop Chicane. Zuerst gab es gefakte Pornovideos mit den Gesichtern von Prominenten. Jetzt allerdings kann dieses Problem jeden treffen. Fotos von Facebook werden auf Porno-Webseiten hochgeladen und digital bearbeitet. Im Falle des angeklagten Dänen sind 18 Frauen betroffen. Der 23-Jährige bekennt sich schuldig. Viele seiner Opfer stehen unter Schock. Diese Frauen sind in allen möglichen sexuellen Positionen zu sehen. Der Staatsanwältin zufolge werden die Frauen in sozialen Netzwerken kontaktiert. Sie erhielten SMS, würden auf offener Straße mit den Bildern konfrontiert. Deshalb seien die Folgen vergleichbar mit jenen, verursacht durch sexuelle Belästigung im Internet. Wie kann man sich wehren? Indem man umgehend Anzeige erstattet. Sie müssen den Vorfall sofort dokumentieren, statt die Bilder zu löschen. Denn sonst sind die Beweise in einigen Stunden verschwunden.